alles klar. Ich habe jetzt ordentlich Poker gespielt und mir so ungefähr 1,2 Millionen Jetons dadurch zurechtgelegt. Eigentlich muss man ja einen nur einmal gewinnen und immer wieder verdoppeln. Und ja, dann kriegt man schon im Laufe der Zeit irgendwann genug von den Dingern. Und ja, ich habe so ungefähr zusammengerechnet, wie viel ich für alles hier brauche. Ich habe jetzt die Seite nicht mitgerechnet, weil Limit Trunk und so was alles brauche ich nicht. Aber wenn ich das hier alles so zusammenrechne, dann komme ich so auf 1,2 Millionen. Und ja, ich würde sagen, wir kaufen uns hier erstmal alles weg, ne? Zum Beispiel die Hundeohren. Und da verschwindet dann auch gut. Wir tun erstmal die ganzen Kostümgegenstände hier nehmen, wie zum Beispiel Maske, damit das hier alles schnell wegkommt, ne? Kochmütze, Boom. Strohhut, Boom. Partyhut, Boom. Kirschblütenhaarspange, Boom. Herolds-Maske, Boom. Kaufen wir uns alles erstmal hier weg. Und dann sind hier noch die Sachen übrig, ne? So, was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Deswegen kaufen wir uns das auch mal. Oh, und da ist sogar weg jetzt. Okay, Kirschblütenzweig. Kabelassentrank. Keine Ahnung, was das ist. Heiliger Reicher plus 1 haben wir, ne? Risikoring, den haben wir glaube ich noch nicht, deswegen kaufen wir ihn auch mal. Endsymbol, Boom. Heiliger Reicher plus 1, den haben wir glaube ich auch, ne? Aber sonst kommt man das hier noch und ja, dann haben wir alles. Heiliger Reicher plus 1 müssten wir haben. Und ja, haben wir alles aufgekauft. Und hey, wow, irre, du hast so viele seltene Schätze bekommen. Bisher hat nur niemand so viel Glück gehabt. Oh, tatsächlich, es war jeweils nur eins davon. Deshalb dachte ich, sie wären wertvoll. Und das sind sie. Unter allen Objekten, die wir haben, sind diese zwar ganz was ganz Besonderes. Ja, es hat Spaß gemacht und wir haben auch noch haufenweise Jetons. In der Tat, und Judith hatte auch viel Spaß beim Spielen. Die Spiele sind also simpel und lustig. Vermutlich liegen sie mir einfach. Ich habe dich beobachtet, du scheinst eine erfahrene Spielerin zu sein. Oh, wie kommst du darauf? Ich habe dich beim Pokerspiel beobachtet. Dein Gesichtsausdruck hat sich nie verändert. Du hast ein richtiges Pokerface. Denkst du etwa, ein wenig Pokerspielen könnte unsere Judy aus der Ruhe bringen? Hehe, habe ich da etwa ein Kompliment gehört? Wahrlich, ich bin sehr beeindruckt. Du bist die beste Zockerin, die wir bisher in unserem Etablissement zu Besuch hatten. Pokerface. Okay, cool. Wir haben ein vielfältiges Angebot an Preisen. Hast du jetzt neue Sachen oder was? Nö. Heiliger Reicher plus 1. Limit Trunk. Heiliger Reicher plus 1. Gucken wir nochmal nach. Ich meine, haben wir, ne? Plus 1, ja. So, dann haben wir hier eine ganze Menge neue Klamotten. Ach, die hatten wir sogar alle noch nicht. Hundeohren, Maske, Strot, Kochmütze, da werde ich mich noch ein bisschen mit amüsieren, mit den ganzen Klamotten wahrscheinlich. Ach, das ist hier auch so zum Tragen irgendwas. Die P-Verteidigung, M-Verteidigung werden stark reduziert, aber alle zwei Wochen nur ein TP. Wie stark reduziert? Davon hatten wir auch noch keins. Oder das hier? Oder hat man eine schwächere Version davon? Ich meine, ich hatte das doch schon mal und da habe ich irgendwie gesagt, das wäre irgendwie voll gut für das Kolosseum oder so. Man da ja mehrere Gegner auf einmal bekämpft. Wo sind sie? Hier. Geht doch nicht so weit nach unten. Ich meine, 400 so, 300. Geht doch eigentlich noch. Weltenzauber. Okay. Gut, dann haben wir das hier auch alles abgekauft. Ich muss keine Jetons mehr weg für irgendwas haben, außer hier für die Dinger wahrscheinlich. Können wir hier reinpacken, die Dinger. Haha. Statue der Sage, von dem aus dem Pferd. Ich weiß aber immer noch nicht genau, was für dich dafür brauche irgendwie. Magisches Auge. Für Jetons habe ich noch übrig, vielleicht gehe ich hier noch mal ein bisschen
gibt Jetons hierfür aus. Vielleicht kriege ich dann hier so Statuen oder so. Ich weiß genau nicht, wofür ich ihn aber brauchte. Für eine Quest natürlich, aber ich weiß nicht, wie viele brauchte ich noch mal. Was brauchte ich dafür? Keine Ahnung. Und dann brauche ich eigentlich nur auch hierfür Jetons, ne, für dieses Minispiel. Und das wäre es dann eigentlich. Cool, ne? Ja, schön. Dann weiß ich nicht, dann sehen wir uns, wenn ich das nächste Mal wieder irgendwie was passiert, ne? Ich werde wahrscheinlich hier noch diese Automaten ein bisschen hier ausprobieren, gucken, ob ich da irgendwie so Statuen ja bekomme. Weiß halt nicht, wann ich genau damit fertig bin, aber ja, mach mal einfach mal, ne? Ansonsten ja, sehen wir uns wieder, wenn was passiert, ne? Bis gleich. Hey. Schon wieder Meister. Prinzessin, Sie sehen gut aus. Ah, danke schön. Geiles Kostüm, was? Sie sind ja zu einer starken Frau geworden. Bestimmt haben Sie viele erstaunliche Dinge auf Ihrer Reise gesehen. Ja, allerdings, Meister, ich habe Ihnen so viel zu erzählen. Vor kurzem habe ich das Meer gesehen. Es war umwerfend. Ich habe Geschichten darüber gehört, aber es war noch größer, als ich dachte. Wir sind mit einem Schiff aufs Meer hinausgefahren, über Alva Wasser, wohin man auch sah. Danach waren wir in einer schrecklichen Wüste mit nichts als Sand, wohin das Auge blickte und die Sonne schien, so heiß. Und da war da diese traumhafte Stadt, die im Himmel schwebte und dann... Das waren alles ganz neue Erfahrungen für sie, nicht wahr? Ja, ich wusste so erbärmlich wenig über die Welt außerhalb des Schlosses. Es gibt noch mehr zu sehen, ihre Reise ist noch nicht zu Ende. Ja, ich möchte noch viel mehr Dinge über die Welt erfahren als Mitglied der kaiserlichen Familie. Der Bruder der Kaisers... Der Bruder des Kaisers stellt einen Regens-Expeditionstrupp auf, der die Welt erkunden und den Frieden des im Reich sichern sollte. Wenn ich sie jetzt so ansehe, ist das wie in Augen seiner Hoheit Regen persönlich zu blicken. Danke, Meister. Sicherzustellen, dass sie den Rest... den rechten Weg gehen, das ist meine Aufgabe als ihr untergebener Prinzessin. Danke. Oh, weiter vor einem Abenteuer. Und er nickt einfach so. So, ist noch irgendwas? Habe ich hier mit ihm schon alle Sachen? Ich glaube nicht, ne? So, ist da drin irgendwie mal was? Irgendwie ist da drin noch nie was passiert. Glaube ich. Gucken wir mal. Ne, okay, dann sehen wir uns. So, es geht. Naja, ich glaube, sie ist im letzten Kampf gegen einer ihrer Fähigkeiten irgendwie selber feigt. Super, jetzt wir können jeden Moment sterben, alles klar. So, wir befinden uns hier in Aunion und ja, ich habe mich offscreen um eine kleine Nebenquest hier gekümmert und voilà, boom, alles voll, alles jetzt meins. Und ja, er hat gute 2 Stunden gedauert, bis ich jedes einzelne Ding hier abgegangen bin. Jedes dieser Gebiete hier musste ich besuchen. Und ja, im Menü nach befinde ich mich gerade in diesem Gebiet, nördlöstliche Ehe von Mallorca. Und ja, das hat ganz schön lange gedauert, 2 Stunden glaube ich. Und ja, das war äußerst nervig. Aber wir haben jetzt alles voll. Ich habe sogar nachgeguckt, wo wir hin müssen, dafür, ob ich irgendwas falsch mache, weil erst hatte ich den ganzen Balken gar nicht voll, da war nur so eine kleine Lücke. Und ja, das war ein bisschen dämlich, deswegen habe ich mal online nachgeguckt und ja, jetzt weiß ich, wo ich hin muss, nachdem ich das Ding komplettiert habe. Und ja, wir müssen in Aunion hier irgendwie was machen. Stand irgendwie nur, okay, unteren Ebene irgendwo. Ah, ein Monster. Es ist ein Monster. Ja, das ist er doch, ne? Du bist das. Nachher, ja, die synchronisieren ja die beiden.
Anscheinend hast du dein Revier an recht vielen Stellen markiert. Ja, überall. Und jetzt nehme ich dich dein ganzes Revier auf einen Schlag weg. Also dann klären wir die Sache hier und jetzt. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein ganzes Revier. Wenn du gewinnst, überlasse ich dir vielleicht meines. Du könntest dann alles haben. Hört sich an, als würde ich dabei schlechter wegkommen, aber in Ordnung, ich stelle mich der Herausforderung. Genug geredet, fechten wir es aus. Ah, repeat. Wie ich verliere jetzt und verliere ja alles. Das wäre es ja noch. Repeat, hast du gewonnen? Oh. Was trägst du an deinem Maul? Eine Trophäe, was? Du hast also deinen Nemesis bezwungen? Warum liegt denn ein Raven am Boden? Oh. Schweinstelle mit großem Fahrer. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Okay. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie diese Quest funktioniert, aber ja. Ich habe auch nachgeguckt, wo ich als nächstes hin müsste. Da müsste ich nach Saphias. Ich habe mir einfach hingeguckt, wo ich für Allat hin muss, weil die Quest ist so nervig. Also, weiß ich nicht. Könnt ihr jetzt mir verzeihen? Weiß ich nicht. So, irgendjemand stand hier so. Okay, doch nicht. So, jetzt muss ich anscheinend noch mal, um diese Quest komplett abzuschließen, nach Saphias gehen. In Juris Zimmer, glaube ich. Ich muss immer nachgucken, habe ich auch noch alles, ne? Ja, geht ruckzuck immer weg und das ist halt mich ein bisschen ankotzt in dieser Mission. Irgendwie hier dieses Gebiet, wo wir jetzt sind, hier so. Ah, warum kann man die Karte nicht mit einem Druck irgendwie machen? Das nervt mich, weil ich muss immer hier hingehen. So, hier das ganze Gebiet war die ganze Zeit blau. Ich wünschte irgendwie, das wäre in jedem Gebiet irgendwie so, dass ich in jeder Stadt irgendwie so was nicht eine Katze oder ein Hund finde, weil da war irgendwie so was, ne? Nachdem ich irgendwie so eine Katze oder so gefunden habe oder so, hat die irgendwie das Revier beschützt. Ich wünschte, das wäre in jedem Stadtteil so gewesen. Damit das nicht so elend nervig gewesen wäre. Und ja. Aber egal. Anscheinend muss ich jetzt nur noch hier in der Nähe von Juris Zimmer gehen und dann haben wir die Quest hinter uns und dann ja. Gucken wir mal, ob es dann auch gelohnt hat. So, du, okay, alles klar. Okay, ja. Wuff, wuff. Hey, was soll das alles? Verstehe, Repeat hat die ganze Welt als sein Revier markiert. Es war sehr nett von dir, eine Markierungskarte anzulegen, weil Pete's Fortschritt zwar voll in Cover. Ach, das war Joey. Es war mir ein Vergnügen. All gratulieren, Repeat zu seinem Erfolg. Hey, du bist ganz schön beliebt, Repeat. Ja, die kleine Rita ist eifersüchtig. Eifersüchtig? Wer ist ja eifersüchtig? Beruhige dich, Rita. Lass uns Repeat-Sieg auch feiern. Wuff, Juri. Rita hat den folgenden Titel erhalten. Oberboss. Ja. Ich auch ein Kostüm. Komm. Nee, noch nicht mal. Ich wachse das Böse, macht dir das Tierreich untertan. War ich ein großer Hund. All das für einen Titel. Geil. Er war auf jeden Fall Zeitinvestition war sehr gut. Boah, da bin ich ein bisschen doof. Ich habe jetzt einen Titel bekommen, ja super, ich weiß. Aber trotzdem, kannst du doch nicht machen. Na gut, ich möchte mal zu dieser Einolle hier gehen mit unsere Accessoires miteinander verbinden kann, zu gucken, ob wir da irgendwie neue Sachen bekommen, wenn wir schon mal hier in der Aufnahme drin sind, ne? Gucken wir mal, weil ich habe ja ein paar Accessoires in Namco Banda Island bekommen für Jetons und ja, hoffentlich können wir jetzt dadurch wieder ein paar neue Kombinationen erstellen. Das wäre nämlich sehr gut. Ich glaube, wir müssen hier und dann da oben lang, ne? Links, glaube ich. Heute war da schon links, ich weiß nicht. Spiel schon seit ungefähr ein Jahr. Ich sollte das eigentlich schon wissen mittlerweile.
So, bleibt jetzt das Gebiet übrigens auch alles blau oder tut das immer noch hier wieder, weiß ich nicht. Tut der immer noch wieder zurück, aber das wäre nämlich ein bisschen dämlich. So, ich habe ein paar neue Sachen, komm. Oh ja, Tisch der glänzende Accessoire ist hier. Süßes Accessoire. Okay. Ja, ihr habt was Besonderes euch. Damit kann ich arbeiten. Klingt nach neuer Frisur. Perfekt. Froschjunge. Hat aber mit diesem Theaterkostüm von ihm zu tun. Noch eine. Man kann die ganzen Frisuren irgendwie für andere Outfits freischalten, ne? Froschmädchen oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wer hat bekommen hat. War auch wieder Carol. Ich sollte da vielleicht mal drauf achten. Jetzt blanker Frosch Carol. Machen wir also so Frosch Sachen. Ja, wir kriegen eine Menge. Perfekt. Frosch Kellner. Kann ich jetzt mit jedem Kostüm mehr so eine Froschmaske tragen, ja, oder was? Warum kommt extra hier so ein Bildschirm? Carol Froschprinz. Wechselt die ganze Zeit das Kostüm für den oder was? Boah, was? Okay. Dann bekommen wir die ganze Zeit so Froschmasken. Oh je, ihr habt wirklich überhaupt nichts hier. Super. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar neue Titel. Gucken wir mal, ob wir diesen ein Team von dieser einen Gilde hier irgendwie fragen können. Der jetzt irgendwie eine Belohnung hat, keine Ahnung. Wir müssen aber nicht eine Menge Titel oder so für den holen, ne? Und ja, gucken wir mal. Ansonsten müsste ich auch noch mal nachdenken, was wir noch alles machen müssen. Wir müssen noch diesen Butler finden, ja, der noch irgendwo durch die Welt rum cruist, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich sehe das Boot jedenfalls nicht irgendwo auf der Weltkarte. Also muss ich mal die Städte noch mal alle abklappern oder so wahrscheinlich. Na klar, danke. Niedlich Hase noch. Was? Hallo, dank der Bemühungen habe ich viele neue Rekruten. Hier ist die versprochene Belohnung. Hängender Prinz. Gib uns aber mehr Titel. Okay, immer noch nicht. Okay, aber noch mehr sagen. Jetzt gehe ich nicht noch mal zurück und gucke, ob wir daraus irgendwie Sachen machen können. Gut, ich sehe euch dann, wenn ich wieder halt finde. Also bis gleich. So, ich habe dieses Snowboard-Minispiel noch ein paar Mal gespielt und mich, weiß nicht, wie blöde aufgeregt, weil das so ein Kackspiel ist. Und ja, ich habe bei dem zweiten Kurs die ganze Zeit gefailt und, weiß nicht, mich nicht gebessert. Aber beim ersten Kurs habe ich so, weiß nicht, 10 Sekunden irgendwie noch weniger geschafft. Und ja, anscheinend passiert jetzt hier irgendwas. Sie sehen so elegant aus. Ich wünschte, ich könnte so graziell gleiten. Oh, grazielles Gleiten, auch nicht schlecht. Wie bitte? Das könnte auch ein Slogan werden. Oh, freue mich, dass ich helfen konnte. Hier, nehmen Sie das zum Dank. Was ist denn? Wie, was ist denn? Oh, Weihnacht. Oh, das ist noch ein passendes Kostüm. Tatsächlich? Oh, ich freue mich so. Du nicht Repeat? Hm. Oh, Repeat, wie unhöflich. Lieferbotin am heiligen Abend. Kommt vorbei und helft uns nochmal. Cool. Aber ich liebe so Weihnachtsklamotten. Schön. Sie saust an diesen heiligen Abend durch den Schnee. Ihr Sieg geheim, das Geschenk nur sie. Oh. Habe ich jetzt einen neuen Kurs freigeschaltet? Oh, ja. Joho, dann schauen wir uns das mal an. Oh Gott. Wenigstens Fortschritt. Es ist Raven da. Oh, der ist ja gar nicht so lang. Cool. Warte mal, ist ja nicht der gleiche wie der erste Kurs, nur halt mit Schnee. Ich habe den ersten Kurs gerade gespielt, also. Ja, sieht so aus, ein bisschen. Gott, soll das Spiel nicht schon kack genug wäre, jetzt sehe ich auch noch nichts mehr. Ja.
Alter, warum sind hier so viele Bäume? Das war voll brutal. So, ach, da oben sind Uhren. Und eine Golduhr, geil. Okay. Unser ein Fehler in der Mitte ist natürlich ein bisschen doof, aber oh, der war in der Luft. No, ehrlich. No. Ich hasse dieses Minispiel. Ich hasse es so sehr. Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich das hasse. Eine Minute flach. Mein Rekord, bitte sag mir, ich habe was freigeschaltet. Ich will das nicht mehr machen. Das war spitze. Ich habe so viel tolles Fotos gemacht. Das macht nicht die, das macht die Werbekampagne noch viel besser. Wuff, Repeat ist wohl, sieht's wohl genauso. Sprich mich einfach an, bla bla bla. Oh. Mein vierten wäre das der zweite Kurs nur halt mit Schnee. Ich kann den zweiten Kurs überhaupt nicht leiden. So, jetzt ist Carol. Da ist der zweite Kurs. Gott verdammter Dreck, ey. Und irgendwie ist jedes Mal jemand anders da. Muss wahrscheinlich irgendwie voll die Top-Rekorde oder so aufstellen, um die ganzen Kostüme freizuschalten. Kacke, ey. Dabei will ich solche Weihnachtskostüme haben. Ja. Und bitte lass mich die restlichen Kurse freischalten, indem ich einfach hier. Ist gar nicht, warum ich den letzten freigeschaltet habe. Ich bin die ganze Zeit den zweiten am Spielen und ich habe den ersten irgendwie 10 Sekunden jetzt früher geschafft. Also das daran, keine Ahnung. Ja, aber den Kurs, den mag ich nicht. Er ist so kacke. Nein, ich möchte das grüne Fleisch nicht. So, hier sind sie so höflich und geben uns sogar eine Uhr vor der Sprungschanze, die ich nie benutzen werde, weil ich dann voll viel Zeit verballer und die Uhren sowieso nicht treffe. Ja, und dann komme ich hier an die blöden Dinger ran und ja. Ah, das war es wert. 5 Sekunden. Den ich jetzt schon wieder verliere, weil ich hier voll gegen die Wand renne und dann wieder auf 0 km/h runtergehe. Ja, als ob ich die erreichen würde. Ja, da kann ich einfach noch mal springen. Warum gibt es diese Dinger nicht auf den anderen Kursen? Boah. So, und hier ist so eine Abkürzung, habe ich letztens entdeckt. Und letztens meine ich vor ein paar Minuten. Boah. Macht mir null Spaß, dieses, wenn ich spiele, ne? Allein schon, boah, ich denke jedes Mal, hier geht es nach rechts. Das ist so eine Kacksteuerung. Ich wollte schon sagen, ja, ich bin da runtergefallen, ey. Alter. Bin aber irgendwie viel besser als die einmal, die ich auf Screen gespielt habe. Vor ein paar Sekunden, Minuten meine ich. Schon wieder so ein Puls von 180. Das ist ein Minispiel. Ja, da muss ich mir mal irgendwie online angucken, was für Zeiten ich brauche oder so, damit ich schon sehen kann, brauche ich überhaupt weiterspielen oder. Und das ist nicht unbedingt ein Minispiel, das ich oft spielen möchte. Also vergebt mir, wenn ich mir ein bisschen Frust hier ersparen will, ey. Weil ich finde echt, das ist eines der beschissensten Minispiele, die ich je gespielt habe. So, neuer Rekord, neues Kostüm, bitte. Oder wenigstens neue Kurse, damit ich irgendwie Fortschritt habe. Das war spitze, tolle Fotos gemacht, Werbekampagne, Repeat sieht das genauso, boom. So, ich will das einfach hinter mich bringen, ey. So, zeig. Nö, gut, dann muss ich mal gucken, was für Zeit nicht erledigen muss, um hier weiterzukommen. Also bis gleich. Okay, ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und ja,
Ich habe was Interessantes herausgefunden in irgendeinem Wikipedia-Abschnitt. Und ja, anscheinend kann man diese Kostüme freischalten, indem ich diese Puppen da, die Repeat auf dem Rücken hat, hier ausrüste. Und zwar immer bei den Charakteren, die gerade irgendwie hier an der Startlinie stehen und sagen, so, ja, los geht's. Und ja, gut. Das heißt, ich muss nicht wirklich irgendwie, glaube ich, eine bestimmte Zeit oder so machen oder irgendwie sowas, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Und ja, wir können so die Kostüme einfach freischalten, ohne irgendwie irgendwelche riesige Frust. Und ja, und solange ich diese Puppen habe, kann ich mir die Dinger alle hier freischalten. Also ja, cool. Ich habe Ritas Puppe getragen, während ich den zweiten Kurs gespielt habe, wo Rita an der Startlinie stand. Und ja, jetzt passiert ja was. Unglaublich, verliere dieses Buch niemals. Verlasse ich darauf Bücher erfüllen und befreien den Geist. Noch einer. Noch ein was. Noch ein toller Slogan. Befreie deinen Geist. Fantastisch. Hier, nimm das als Dank. Probier es an. Wuff. Da komme ich nicht mehr raus. Mehr Weihnachten. Oh, was zum Henker ist das? Ist das ein Schlafsack? Langweilig. Auch sag das nicht. Nimm ihn einfach. Na gut, ich nehme ihn an. Immerhin war es ein Geschenk, sagte sie und konnte kaum verbergen, wie sehr sie sich freute. Da halt die Klappe. Welpenpyjama. Komm vorbei und hilf uns noch mal. Aber ich habe gedacht, Rita wäre mehr so eine Katzen. So eine Katzenbraut. Oh. Schön fluffig. Schön flauschig. Das ist perfekte Maß an Flauschigkeit und einen erholsamen Nacht. Seltsamerweise ist der Pyjama bei genialen Magiern selber liebt. Cool. Na gut, also jetzt, wo ich weiß, wie ich das machen kann, Raven und Carol hatten wir noch da zur Auswahl, ne? In der Startlinie. Nein, nicht hier. Das heißt, wer war der nächste Krieger? Das ist Yuri, ne? Forscherin, Junge, Lady. Okay, Raven habe ich noch nicht. Aber Junge auf Hochtouren, da war, glaube ich, der vierte Kurs, ne? Da können wir hoffentlich von denen irgendwie freischalten. Außer wir haben jetzt hier noch mal ein neues freigeschaltet. Da muss ich dann natürlich wieder aufnehmen. Nö, okay. Ich glaube, der vierte Kurs war Raven, Carol. Also ja, mache ich das noch und dann sehen wir uns, wenn ich hoffentlich wieder ein Kostüm freischalte. Also bis gleich. So, da bin ich wieder so 10 Minuten voller Frustration später. Weißt du, das finde ich ein bisschen unverschämt. Jetzt kommt er hier und sagt hier was über diese Puppe. So im Sinne von, ja, diese Puppe hat diese Cutscene ausgelöst. Ne? Warum hat er nicht direkt gesagt mit Estelle irgendwie so, damit ich irgendwie selber von darauf kommen könnte, ne? Aber ja, hat geklappt. Ich habe Carol ausgerüstet und ja, am vierten Kurs war es, glaube ich, und ja. Ja, ich kann spüren, wie diese Puppe die Elemente bezwingt, die, wie sie sich in an Fünkchen Hopfen an die Wildnis klammert. Wirklich? Oh, bezwinge die Elemente. Genau, hier, nimm dies. Danke, was ist das? Warum probierst du es nicht an? Okay. Warum muss ich ein Rentier sein? Das Rentier ist das Wintersiegel, das immer grün gilde. Rentiere trotzen jeglicher Witterung, um diesen Schlitten ziehen. Okay. Das war, glaube ich, falsch, ne? Siehst du, Rentiere sind cool. Wuff. Ich meine, kann schon sein. Lieferrentier. Komm vorbei, helf uns nochmal. So, habe ich eine neue Dings freigeschaltet, einen neuen Kurs. Das Klingeln seines Glöckchen und das Licht seiner roten Nase erfüllt die nächtliche Luft. Zeit für brave Kinder ins Bett zu gehen. So, Ravens Puppe habe ich aber noch nicht. Sorry. Deswegen kann ich den sein Kostüm freischalten und ja. Ja, warum nicht? So, weiß ich nicht, Judith. Ich habe noch Judiths Puppe, die wird ja wohl auf irgendeinen dieser Kurse ja auftauchen, ne? 5 oder 6, dann machen wir das mal schnell. Gut, Judith, komm. Perfekt. Na, schon wieder so ein kurzes. Oh, ich hatte schon links ausgerüstet. Ey, wie sagt mir das nicht, ey.
Ja, also gibt es ja eigentlich nur zwei Kurse, immer so wie ich das sehe. Ne? Boah, ich habe keinen Bock auf den zweiten Kurs andauernd zu spielen. Ist kacke. Ich meine, das hier geht ja noch. Der erste Kurs ist ja voll einfach. Irgendwie ist ja auch gar nichts. Also wird ja nur auf mein Können irgendwie, ja, vertraut, sag ich mal. Ach Gott, ich kann das Spiel echt nicht leiden, ey. Ja, was war das denn jetzt für ein Kurs? Ist ja gar nichts, ist einfach nur. Warum? So, möchte, die könnten mir jetzt schon erzählen, ob ich was richtig gemacht habe, Highscore geknackt habe oder irgendwie sowas. So, boom, perfekt. Diese Puppe ist phänomenal und in echt sogar noch besser. Hier, du musst das anprobieren. Oh, vielen Dank. Ich ziehe es gleich an. Das ist wahrscheinlich wieder halt voll. Ja, Sir. Was? Wie sieht's aus? Bild schön. Wuff. Bist du sicher, dass ich es behalten kann? Machst du Witze? Na klar. Na gut, wenn du darauf bestehst. Juri sagt überhaupt nichts. Einladung zu einem wunderbaren Abend. Komm vorbei und helf uns noch mal. Ein langsamer Walzer halt durch den Ballsaal. Komm, nimm meine Hand, tanz mir, bis die Nacht dem Morgen weicht. Wir hatten das mit Weihnachten zu tun. Keine Ahnung. Einfach nur Winter, ne? So halt. Ich habe noch Juris Puppe. Müssen wir Juri ausrüsten, wenn er als nächstes auftaucht, hoffentlich. Habe ich echt nicht Raven und ich nehme an Patty und Flynn gibt es auch noch, ne? Also ja, gut. Hoffentlich kommt Juri als nächstes dran. Gehen wir noch ein Kostüm. Na, no. Warte mal, wo war ich denn gerade? 6. Nicht einfach nur die Kurse schaffen. Wäre nämlich gut, ey. Schon wieder der gleiche. Aber ohne Hindernisse jetzt, ne? So wie der andere, nehme ich an. Okay, kein Ding, schaffe ich. Strecke habe ich schon dutzende Male gespielt und ich kann sie immer noch nicht leiden. Ich merke gerade, wir haben auch nur ein Snowboard. Ne, kommt gar kein Snowboard hier. Irgendwo auf dieser Level vor wahrscheinlich. Oh mein Gott, ey. Mir macht das Spiel echt nicht Spaß, ey, dieses Minispiel. Für mich ist das reinste Folter, ey. Ich habe nie so ein schlechtes Minispiel gespielt. Okay, also ich bewege noch nicht mehr und die Puppe am Rücken von Repeat geht voll ab. Voll Party Art. Das ist wie Headbang, nur halt seitlich irgendwie. Na gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, dieses Minispiel bringt mich irgendwie dazu, gar nichts zu sagen. Hey. Weiß nicht. Frust, Trauer, Verzweiflung, Hass, der Jord, Hass, Trauer, der Wut, Hass, Trauer, Verzweiflung, Erniedrigung, irgendwie so was. Der Wut, Hass, Wut, Wut, Hass, Verwirrung, Verzweiflung, Erniedrigung. Wut, Trauer, Hass, Verwirrung, Erniedrigung, irgendwie so was. Keine Ahnung, so habe ich mich gut abgelenkt damit. Das ist viel einfacher, wenn ihr nichts hier die ganze Zeit am irgendwie rumliegen ist auf der Strecke, ey. Das ist viel chilliger so, ey. Das macht mir halt sogar halbwegs ein bisschen Spaß, ey. Noch die Steuerung irgendwie ein bisschen umkrempeln und ja, wir haben es. Wir haben ein halbwegs gutes Minispiel. So wie das jetzt ist, das ist, als würde Mario spielt. Boah. Und jedes Level ist irgendwie eine Eislevel. Das kann gar nicht beschreiben, wie kacke sich da anfühlt, das Spiel zu spielen.
Oh Gott, ey, so raus hier. Sag mich, hab's. Ist toll, es sieht wild und vergnügt aus und ich sehe an deiner Puppe, dass du Spaß hast. Also jetzt gibt er mir die ganzen Tipps hier. Oh, warte, will es vergnügen, was für ein super Slogan. Sieh an, Repeat, du inspirierst die Leute. Wuff. Hier in Misas Kostüm, es passt zu Repeats Outfit. Oh, wie süß, im Partner-Look. Du probierst an, Juri. Tja, ich habe wohl keine Wahl. Steht dir echt gut. Aber wer will Geschenke von einem Typen, der so rumläuft? Die Verbote in Winters nach. Komm vorbei, versuch mal. So. Ich nehme an, keine Ahnung, Patty und Flynn sind auch noch da. Deswegen weiß ich nicht, lassen wir erstmal. Oh, Epic Santa kehrt zurück. Von Tales of Exilia 2. Einmal im Jahr bringst du den braven Kindern Geschenke. Die frechen Blagen bekommen die Route. Die Fremden, die frechen Kinder, die kriegen den Kopf ab. Seht ihr, als Schwert hier, das ist nicht nur zur Dekoration da. Gut, weiß ich nicht. Ich habe ja die anderen Puppen nicht. Also weiß ich nicht, wo ich die herbekomme. Aber wenn ich sie finde, dann weiß ich wenigstens, dass ich hier nochmal zurückgehen kann, ne? Um Kostüme freizuschalten. Auch gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Repeat. Also Raven, Patty und Flynn. Falls die, kann ja sein, dass die irgendwie, weiß ich nicht, auch nicht vorkommen. Aber ich würde jetzt mal raten, ja. Keine Ahnung, ich sehe euch dann, wenn ich wieder was finde, was wir machen können. Also ja, bis gleich. Oder bis zum nächsten Part. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon jetzt ist. Also ja. So, ich bin jetzt mal wieder rund um die Welt hier unterwegs und betritt die ganzen Dungeons noch mal in der Hoffnung, diesen komischen Butler zu finden. Und ja, ich bin jetzt in den Wald, wie heißt der? Der Wald von Keith Mock. Und ja, Repeat hat irgendwas hier gefunden. Also schauen wir mal. Hast du was gefunden, Repeat? Ja, habe ich doch gerade gesagt, Juri. Wuff, wuff. Diese Leute sind von den Jagdklingen. Juri, was zum Teufel ist passiert? Wir haben es von einem riesigen Monster gekriegt. Mann, wenn doch bloß der Chef hier wäre. Nein, ist ganz allein, bitte. Nein! Ah, hey, was soll das? So ganz allein loszurennen. Ich komme auch. Jetzt hat Carol endlich die Gelegenheit zu glänzen. Meinst du nicht auch? Die Gelegenheit zu glänzen? Georg. Kisha! Strafner Schlag. Ah, ich habe mal die Axt irgendwie so gesehen gerade. Fällt mir so auf. Nein, geht's dir gut? Carol, warum bist du... was? Was ist hier passiert? Jedes Mal hat er irgendwie so ein bescheuertes Kostüm an, wenn der diese wieder sieht. Nein, erklär mir das hier. Ja, ist ja... Als ihr fortfahrt, um Monster zu jagen, tauchte ihr plötzlich ein riesiges Monster auf. Und dieses Monster besiegte jeden einzelnen von euch. Ja, aber Carol besiegt das Monster. Aber nicht allein. Carol, das warst du? Du hast uns sehr geholfen. Vielen Dank. Wie? Passiert nicht alle Tage, dass sich der Chef bei jemandem bedankt. Jedenfalls danke auch von mir. Nein, ich meine, das ist nicht nötig. Das ist für dich. Wie? Was ist das? Das ist ein Kleidungsstück, das ich aus den Reiß- und Stoßzähnen eines Monsters machte, das ich vor kurzem erledigte. Es hatte fantastische goldene Stoßzähne. Seine Stoßzähne waren aus Gold? Dieses Kleidungsstück passt nur zu jemandem, der stark genug dafür ist. Dir wird es hervorragend stehen. Wie soll das bedeuten? Ich muss jetzt los. Bei unserem nächsten Wiedersehen werde ich auch stärker sein. Okay. Sie hat anscheinend was fallen lassen. Dann werde ich auch stärker werden. Er hat folgenden Titel erhalten. Goldener Soldat. Herausforderungsbrief. Jagdklingen. Okay. Habe ich nicht einen davon schon? Herausforderungsbrief.
So, einen habe ich doch schon, glaube ich, ne? Von Flynn, ne? Da. Okay. Kostüm. Also hört sich nach Kostüm an. Aber gerade hatte ich so schönes Rentier-Kostüm an. Wo ist es? Goldener Soldat. Oh, geil. Wir bekommen alle so geile Rüstungen, ey. Das ist richtig cool. Sind voll ernst nehmen alle aus. Voll badass. Na gut, dann gehe ich hier mal raus und wieder speichern und gucken wir mal. Ich gehe noch den Rest des Walds hier absuchen und dann natürlich noch mal weiter hier erkunden, ne? Ja, gut, dass ich hier reingegangen bin, ne? Nur weil ich diesen blöden Sebastian-Typen ja finden muss. Also ja, wir sehen uns dann wieder. Oh, bitte sag mir nicht. Oh, danke. Nebelim, okay. Den habe ich noch nicht. Ich habe irgendwie vollkommen. Oh, da ist wahrscheinlich ein Dingsbogen, ein Teufelsbogen, ne? Wie auch immer die Dinger hießen. Nebelim, so hieß nämlich ein optionaler Boss in Tales of the Abyss. Und ja. Ich nehme an, das ist eine Teufelswaffe, ne? Und ja, ich habe vollkommen vergessen, dass hier auch noch Büsche sind, die ich verbrennen kann. Also ja, das hole ich jetzt mal ein bisschen nach, ne? Um so ein paar Schätze hier zu finden, hoffentlich. Jetzt bis auf diese Waffe jetzt hier hat es sich noch nicht so gelohnt. Und jetzt hier nur so ein paar Kräuter die ganze Zeit. Aber wenn ich irgendwas, na, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Wenn ich irgendwas geilomastisches finde, keine Ahnung, geilomatisches finde, was weiß ich, dann sage ich euch Bescheid. So, bin jetzt hier hingegangen. Okay. Ja, ich schneide euch dann wieder rein. Ist aber ganz schön versteckt hier so in der Ecke. Elementarbrille, die habe ich noch nicht. Ich verstärkt die Sicht. Okay. Zeig mal. Ja. Sie nicht, ist halt nicht das, was sie schon auf dem Kopf hat. So. Sind allen Werten besser, gibt uns Resistenz gegen 4 Elemente. Geil. Okay, wenigstens was Neues für Rita. Das ist ja auch schon mal was. Alles gleiche. Ja, raus hier. Also zwei neue Sachen einfach. Einmal was für Rita, ein Elementarband oder Brille und einmal die Teufelswaffe von Raven. Gut, hat es da noch gelohnt, ne? Finde ich. Oh, hey, sieht man da drüben. Bitte, helf mir. Da ist der Butler. Der ist wortwörtlich auf einem anderen Schiff. Was? Sebastian, hier hast du dich also versteckt. Mensch, nie ist etwas einfach, was? No, oh, okay, wir müssen Monster plätten, alles klar. Kein Ding, ja. Ja, ich müsste mit einem Schlag hier weghauen. Vielleicht nicht einen Schlag, aber wir sind nah dran. Oben. Hat daneben. Nein, abbrechen. Ich hätte den, der hat nur 15.000 kommen. Das ist nicht mehr viel. Alles klar. Dann habe ich gefunden. Ich habe mir das Leben gerettet. Also was für ein das ganze Zeug verstecken, mit dem du weggelaufen bist. Ich weiß nicht, wovon ihr redet.
Wir werden natürlich von den Sachen, die du deiner Herrin verstohlen hast. Wir reden natürlich von den Sachen, die du von deiner Herrin gestohlen hast. Oh Gott, hört auf. Ich werde reden. Ich war gerade unterwegs, sie zu holen. Ich habe sie versteckt, wo niemand nachsehen würde. Ich habe sie mitten in den Ruinen einer alten Stadt auf dem Kontinent Tublicia versteckt. In Ruinen einer alten Stadt im Kontinent Tublicia. Ich frage mich, ob er damit Ker Borka meint. Das muss es sein. Befand sich unter diesem Zeug zufällig auch ein geheimes Handbuch? Ein geheimes Handbuch? Meint ihr diese Steintafel, in der alten Schriftzeichen graviert sind? Eine Steintafel? Da war eine schwarze Steintafel, auf der ein roter Schrift 4 geschrieben stand, das ich aber nicht lesen konnte. Bist du dir da ganz sicher? Das ist alles, was mir dazu einfällt. Alles andere sind nur Geld und ein paar Gemälde. Dann könnte das doch das geheime Handbuch sein. Ich hatte mir unter einem Handbuch eher so etwas wie ein Buch vorgestellt. Hey, Moment! Man will den nicht verfolgen? Wir sind nicht dazu verpflichtet, ihn zurückzubringen. Da wir jetzt die Informationen haben, die wir brauchen, würde ich sagen, dass wir nach wie vor gut auf Kurs liegen. Dann nehme ich an, dass wir uns um ihn nicht kümmern brauchen. Auf jeden Fall wird es jetzt nicht leicht haben, wenn er an so einen Ort alleine abhaut. Hey, vielleicht hast du euch. Ich glaube, er wird lediglich das bekommen, was er sich verdient hat. Dann dürfte unser nächstes Ziel also Ker Borkram sein. Wenn wir Glück haben, finden wir jetzt endlich das Handbuch. Ja. Ker Borkram. War ich da nicht gerade? Ja, Gott. Fuck, hat noch eins. Ja, gut, dann gehen wir noch mal dahin. Oh, hier passiert schon direkt was. Mensch, hier ist es so muffig wie eh und je. Gefällt's dir nicht? Ich finde es gerade perfekt, wenn du mich fragst. Wenn ich ein Butler wäre, wo würde ich dann einen Ort wie diesen eine Steintafel verstecken? Dieser Ort ist tatsächlich sehr groß. Wie sollen wir denn nur beginnen? Ach, hör schon auf, wir gehen ja nicht mit leeren Händen weg. Trotzdem bin ich immer ein wenig sauer, wenn wir keinen Blastia finden. Ah, ja schon, aber das könnte genau der richtige Hinweis sein, um das Rätsel des Blastias ein für alle Mal zu lösen. Was tun denn diese beiden hier? Mal überlegen, ihr seid doch die hellmutige Vesperia, nicht wahr? Du weißt es noch. Wie könnte ich denn die Leute vergessen, die mir meinen geliebten Harmfall zurückgebracht haben? Hey, was habt ihr denn da? Das haben wir tief im Inneren des Stadtruinen ausgegraben. Da alte Schriftzeichen eingraviert sind, könnte es wichtige Informationen über Blastia enthalten. Habt ihr etwas dagegen, wenn wir es uns einmal ansehen? Eine schwarze Steintafel mit roter Schrift. Das ist... Ich liebe es, wenn alles wie am Schnürchen läuft. Es ist auch höchste Zeit. Dieses Katz-und-Maus-Spiel habe ich schon lange satt. Wir haben die viele Orte, an denen wir uns ihre Suche geführt hat, eigentlich gefallen. Überwässere die Pflanzen nicht gleich, doch sobald die Frucht tragen, lasse den Boden nicht austrocknen. Was ist das, Judith? Das sind Anleitungen für ein Amok köstlicher Gurken. Moment mal, hat denn der älteste in Jose nicht etwas davon gesagt? Wer interessiert sich denn in einer Zeit wie dieser für Gartenarbeit? Ich habe nur vorgelesen, was auf der Tafel steht. Moment, was meinst du damit? Genau das, was ich gesagt habe. Was ist denn mit dem Verfahren zum Raffinieren von immer Licht? Naja, davon steht hier überhaupt nichts. Dann ist die Steinplatte also überhaupt nichts. Das geheime Handbuch? Es ist doch eine schwarze Tafel, in der roten Schriftzeichen eingraviert sind. Sie entspricht genau der Beschreibung der Steintafel, die Sebastian hierher brachte. Die Geschichte muss in der Zeit, in der wir ihn verfolgt haben, irgendwo total verdreht worden sein. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt stehen wir da wie die Idioten. Du hast Verfahren zum Raffinieren von Immerlicht gesagt, nicht wahr? Seid ihr deswegen hier? Ja, wir kamen in der Hoffnung, hier eine Beschreibung dieses Verfahrens zu finden, haben uns aber offenbar geirrt. Und lass mich raten, die beiden wissen das. Ich glaube, Irmine könnte darüber wissen. Wer? Er ist ein berühmter Schaufelmacher, sitzt allerdings schon seit vielen Jahren im Gefängnis der Union. Ich weiß, wen die meinen. Wenn es jemanden gibt, der euch da etwas Raffinieren von Immerlicht sagen kann, dann ist es dieser Mann. Was, wirklich? Ja, es ist doch kein großes Geheimnis, dass er Irmine war, der Marx kostbare Harmfall geschmiert hat. Oder dass die Harmfall selbst vollständig aus Immerlicht gefertigt wurde. Ist das wahr? Aber wieso sitzt er denn dann im Gefängnis? Die Einzelheiten kenne ich da nicht, aber er kam mir noch nie wie ein kriminell verangelangter Mensch vor.
Zerbrechen wir uns darüber erst den Kopf, wenn es nötig wird. Bringen wir die Immer-Licht-Affäre endlich hinter uns. Ja, du hast recht. Die hat uns sehr wertvolle Informationen gegeben. Vielen Dank dafür. Das Gefängnis der Union ist kein schöner Ort, noch nicht einmal für Besucher. Passt gut auf euch auf. Aber wenigstens weiß ich da, wo ich hin muss, ey. Dieser eine Typ, der schon seit Anfang des Spiels da rumgammelt, ne? Cool. Wir müssen mal nach Dangest. Was ich hier noch drin direkt. Dann gehen wir da zum Gefängnis. Wir können endlich was mit dem Typen ja anfangen, der die ganze Zeit da drin hockt. Sieht eigentlich die Hundekarte aus. Ja, noch nichts eingenommen. Okay, bleibt das jetzt so? Wäre natürlich cool. Er wird mich irgendwie vorstellen, wenn er immer wieder hier eingenommen wird von dem. Hicks. Was? Ich bin's, der Weihnachtsmann. Warst du auch ein guter Junge? Bist du das Gott? Nein, ich bin's, der Weihnachtsmann. Warst du auch ein braver Junge? Hast du Kronkorken? Na, wer erinnert sich daran noch? Niemand, alles klar. So, ich habe schon wieder ein paar Titel dazu bekommen seit letztem Mal, also ne. Na gut, dann da rein. Ins Gefängnis. So. Aha, guck mal. Hermine, nehme ich an. Halt die Klappe und lass mich in Ruhe. Wir sind hier, um dich nach dem Verfahren zum Raffinieren von Immerlicht zu fragen. Immerlicht, huh, Junge, ho, oh, Jemine. Was hat er gesagt? Was für eine Art von Antwort soll das denn sein? Willst du uns sagen, was du weißt? Das wollt ihr wirklich wissen? Soll ich euch nicht lieber die Maße der Schönheit nennen, die im Objektgeschäft arbeitet? Er stellt uns wirklich vor eine schwere Entscheidung, Menschenskind. Bevor du uns überhaupt etwas erzählst, du bist doch derjenige, der Emine heißt, oder etwa nicht? Na, jetzt aber, hört aber auf mit diesen Formalitäten. Hey, seid ihr sicher, dass dieser alte Trottel überhaupt noch richtig im Kopf ist? Solange das hier unsere einzige Chance ist, bleibt uns ja keine andere Wahl. Ist er wirklich unsere einzige Chance? Er kommt mir ziemlich verworren vor. Wen nennst du ja verworren? Das Verworrenste, das es hier gibt, ist deine Vorstellung von einer Frisur. Ich habe einen Helm auf, du. Jo, ich glaube, ich möchte lieber gehen. Komm schon, reiß dich zusammen. Hör zu, alter Mann, wir sind hier, um dir ernsthafte Fragen zu stellen. Lass uns endlich diese Faxen. Ernsthafter, also werde ich nicht mehr, Milchbübchen. Also gut, wir wollen von dir etwas über das Verfahren von Raffinieren eines Metalls namens Immerlicht erfahren. Falls ihr denkt, dass ich euch so etwas gerade sage, seid ihr schief gewickelt, und zwar schiefer als eine Wendeltreppe vielleicht. Die sind nämlich ganz schön schief. Willst du Geld? Moment mal, du willst doch uns doch nicht dazu zwingen, dich aus dem Gefängnis zu befreien, oder? Nein, das ist nur was für Amateure. Was willst du dann? Was ich wirklich sehr gerne hätte, das wäre eine gute, ausgemachte Mahlzeit. Was? Wenn ihr zu dumm seid, es beim ersten Mal zu verstehen, hat es keinen Zweck, es noch einmal zu wiederholen. Das glaubt doch nicht, aber der alte Ziegenbock geht allmählich sogar mir auf die Nerven. Das genügt, wir werden diesen alten Irren die beste Mahlzeit kochen, die er jemals gegessen hat. Einverstanden, aber was sollen wir ihm denn kochen? Warum fragen wir nicht den, der für die Zubereitung seiner Mahlzeit zuständig ist? Nun, was ist? Werdet ihr mir ein paar köstliche Leckerbissen zubereiten? Ja. Junge, was ist es denn? Wo schon warten, bis es fertig ist. Wenn es schlecht genug schmeckt, macht es sich vielleicht den Rest meines Lebens mein Mund nicht mehr auf. Ich gebe dir eine Torte. Na bitte, es ist fertig, lass es dir schmecken. Mal sehen. Igitt, Waff. Was hast du denn da reingemampft? Na, na, aber es ist wirklich so, nicht mit vollem Mund zu reden. Pfui, ich bin, ich glaube, mir wird schlecht. Hör schon auf, das ist doch sehr gut. Ja, eindeutig gar nicht so schlecht, wie er es behauptet hat. Idioten! Der Weg zur kulinarischen Perfektion ist schmal und gefährlich. Diesen Fraß fehlt seine Seele. Zurück in die Küche. Sag ich so, unser Essen als Fraß, nur weil es deinen gewöhnlichen Gaumen nicht behagt. Du hast wirklich Nerven, Opa. Versuchen wir es noch einmal, aber mach diesmal was anderes. Wir sollten lieber herausfinden, was ihm eigentlich schmeckt. Wann ist denn daraus eigentlich die Aufgabe geworden, kulinarische Perfektion zu erreichen? Frag mich nicht. Oh Gott.
Was willst denn du? Man muss jetzt hier alles durchprobieren, bis ich das Richtige finde. Was ist dir schmecken? Mir geht waff waff. Die sagen genau gleich wieder. Wenn man sich jetzt hier echt durchprobieren, bis ich das Richtige finde. Crepe. Waff, waff, waff. Was hast du denn da reingemampft? Boah. Okay, ich habe das Rezept nicht, das der haben will. Super. Gib mir einen Tipp. Der alte Mann wird nie etwas Süßes essen. Ja, okay. Also was Scharfes oder was? Ja, habe ich auch nicht. Ich habe alle Rezepte jetzt durchprobiert. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht gucke ich das noch nach, damit ich halt auch... Weil irgendwann werde ich sowieso alle Rezepte haben. Weil so wie ich das verstehe, ist einige Rezepte schaltest frei, indem du mit einem bestimmten Charakter ein bestimmtes Rezept, glaube ich, kochst oder so. Also es ist nur eine Frage der Zeit. Also ja, ich gucke jetzt einfach nach, was für Rezept ich brauche. Und wenn ich das freischalten kann, umso besser. Und ja, dann sehe ich euch, wenn ich das Rezept habe und den daran verfütter. Also bis gleich. Okay, ich habe nachgeguckt, was für ein Rezept ich brauche. Ich muss mit Raven ein schottisches Ei kochen und ja, dadurch kann man Okonomiyaki lernen, was auch immer das ist. Und das brauche ich für diesen Typen. Und ich habe gerade gemerkt, diese beiden Typen sind hier. Wenn es kein Fleisch gibt, bekommt er gleich schlechte Laune. Wisch, weiß schon, Schwein, Rind, Huhn, Lamm, Pferd, Wildschwein und so. Der Bastard. Okay. Ja, bringt mir halt nichts. Ich tue den alles einfach verfüttern, bis irgendwas klappt. Also die Tipps sind irgendwie nicht notwendig. Und ja, wir geben den jetzt einfach dieses neue Rezept, was ich bekomme. Ich muss, glaube ich, irgendwie schottisches Ei auf Level 2 bringen mit Raven und dann, ja, habe ich das gelernt. Und ja, wie das schmeckte nicht, du. Ich weiß nicht so recht. Von hier aus sieht ziemlich scheußlich aus. Igitt. Hat es dir geschmeckt? Was? Oh ja, ich bin pappsatt. Zeit für ein Verdauungsschläfchen. Hey, nicht so schnell. Das ist ein netter Trick, einfach im Stehen einzuschlafen. Was ist mit diesem Kerl nur los? Wart wohl darauf, dass ich einschlafe, was? Na, dann könnt ihr warten, bis ihr schwarz seid. Jetzt hör mal gut zu. Na schön, ich glaube, ihr habt es euch verdient. Das ist mein Notiz zum Raffinieren von Immerlicht. Hoppla, das ist ja vollkommen aus dem Nichts aufgetaucht. Jetzt werde ich euch zeigen, was mit Leuten passiert, die versuchen, mich im Schlaf zu überrumpeln. Versucht es euch, Alter ist nur eine Zahl und mit euch jungen Leuten nehme ich jetzt noch allemal auf. Ich werde nur noch ein wenig länger schlafen. Mensch, das war ganz besonders. Ich könnte selbst in Schläfchen vertragen. Weil diese Notizen, da steht alles drin. Ist das also als echter Handbuch? Ich hätte es mir eigentlich viel beeindruckender vorgestellt. Das werden wir sicher herausfinden, sobald wir es Nobis geben. Nehmen wir es also mit und kehren wir nach Mantai zurück. Er ist mittlerweile wahrscheinlich schon ganz außer sich vor Ungeduld. Aber da hat jetzt für einen Sinn. Warum war der jetzt so irre? Klärt mir halt mal einer, warum der jetzt so merkwürdig drauf ist oder was? Keine Ahnung. Der ist einfach nur so, da ist einfach so eine merkwürdige Tales of Quest. Meine Typen sind schon wieder weg. Ja, okay. So, dann gehen wir nach einem Mantai zurück und hoffentlich hat sich das ja auch alles gelohnt, ey. Das war voll nervig. Soll ich dann die restlichen Rezepte auch einfach nur nachgucken, wenn ich jetzt schon... So wie ich die Sache sehe, ich werde irgendwann alle Rezepte machen. Ich werde sowieso alle Rezepte irgendwann haben, weil ich einfach mit jedem Charakter hier durchgehe. Ich meine, guckt euch das an. Irgendwann werde ich alle Rezepte einfach haben, weil ich immer wieder neue Charakter hier auswähle und neue Sachen koche. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin schon 200 Stunden am Spielen, also ich wäre sogar bereit, das auf mich zu nehmen, aber ich kann auch dann direkt irgendwie nachgucken, um mir ein bisschen Zeit zu ersparen.
wer weiß, ob das irgendwann wichtig ist für irgendeine Quest oder so, weil ich alle Rezepte habe oder so. Vielleicht kriege ich dann auch noch ein Kostüm. Ich merke gerade, mein Mikrofon ist vollkommen anders umgedreht gewesen. Dreck. Ich hoffe, man hat mich trotzdem halbwegs gehört. Stimmt, ich hatte halt einmal kurz weggedreht, weil da so ein komischer Laserpointer ist, den ich nicht in meine Richtung die ganze Zeit haben möchte. Deswegen habe ich mein Mikro ein bisschen umgedreht und jetzt habe ich voll spät gemerkt, dass das noch umgedreht war. Also ja, wahrscheinlich hört ich mich jetzt gerade ein bisschen komisch an. Aber wie gesagt, passiert ist, ne? Wir haben gekocht. Ich habe Shotches Eye auf Level 2 gemacht mit Raven und dann habe ich das Omayaki, was auch immer, Thais bekommen und ja. Hast du überhaupt schon aufstehen? Ja, mehr oder weniger. Mir geht es jetzt viel besser. Ich freue mich, das zu hören. Hier ist das, warum du uns gebeten hast. Wir haben ihm ins Handbuch übergeben. Ist das hier das geheime Handbuch? Wir glauben schon. Wir bekamen es von einem alten Mann namens Irmin. Ja, es besteht nicht nur der geringste Zweifel, dass das hier das echte Zeit. Ja, es besteht nicht der geringste Zweifel. Das hier ist das echte Handbuch. Los geht's! Dann hatte der alte Mann zwar ein paar Schrauben locker, aber das Buch ist echt. Damit können wir es immer nicht von allen Unanheiten befreien. Denkt an meine Worte, wir werden Objekte erstellen, die sogar die Waffen der Legenden in den Schatten stellen werden. Und das wiederum bedeutet, dass die Seelenschmiede wieder auf ihre Beine kommen wird. Ja, endlich, unsere Zeit ist angebrochen. Das haben wir nur euch zu verdanken. Vielen Dank. Ach ja, eure Bezahlung. Sehr traurig. Falls du wieder je Hilfe brauchen solltest, kannst du dich gerne wieder an die heldenmutige Vesperia wenden. Boah. Sind das alles für bekackte... Sind das alles für dämliche Belohnungen, die ich bekomme hier für diese ganzen nervigen Sachen, die ich machen muss. Ja, wahrscheinlich für eine neue Mission hier bei diesen einen Typen in der Bar, ne? Keine Ahnung. Ist irgendwas? Nein, okay. Ich glaube, das wäre aus. Oh ja, für diesen Part. Ich glaube, der ist schon lang genug, ne? Da sehe ich euch in der nächsten Folge wieder, ne? Mit weiteren Geheimnissen und so, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.